Die Bibel unterscheidet eindeutig zwischen den beiden zukünftigen Ereignissen. Zum einen die Entrückung der Gläubigen und zum anderen die Erscheinung bzw. Wiederkunft Christi. Die Entrückung der Gläubigen ist das nächste Ereignis, das kommende Ereignis zur Heimholung aller Gläubigen in das himmlische Vaterhaus. Bei diesem Ereignis werden zum einen die Körper aller verstorbenen Gläubigen auferweckt und zusammen mit den lebenden Gläubigen in die Luft entrückt, wo es dann ein Treffen gibt mit Christus und diese dann zusammen ins himmlische Vaterhaus gehen. Bei diesem Ereignis betritt Christus nicht die Erde. Dieses Ereignis wird auch nicht begleitet sein von öffentlichen sichtbaren kosmischen Zeichen. Dieses Ereignis wird einige Sekunden dauern. Die Wiederkunft bzw. Erscheinung Christi dagegen ist dann nach der siebenjährigen Gerichtszeit. Dabei kommt Christus selbst auf die Erde und zwar mit den Gläubigen und mit den Engeln, um seine direkte, unmittelbare Gottesherrschaft anzutreten, um sein tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Dieses Ereignis wird auch das zweite Kommen Christi bezeichnet. Im Gegensatz zum ersten Kommen als dienender Mensch wird er dann kommen als regierender Richter, als sichtbarer Richter in der sichtbaren Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. Die Entrückung ist ein Ereignis für die Gläubigen. Die Wiederkunft Christi dagegen ist ein Ereignis in Bezug auf die Welt mit den Gläubigen. Das ist der Unterschied.